Wie war das möglich? Fragen wir uns bis heute, wenn wir Filmaufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg sehen. Warum haben Landwirte, Lehrer, Beamte, Handwerker, Arbeiter und Studenten ihr gewohntes Leben aufgegeben, zu den Waffen gegriffen, gekämpft und getötet? Was macht der Krieg aus Menschen und was macht der Mensch im Krieg? Warum wird der eine zum Täter, während sich der andere seine Menschlichkeit bewahrt? Welche Verantwortung trägt der Einzelne? Dieser. Dieser. Oder dieser. Wann hat er sich für einen Weg entschieden, der sich in der Rückschau als falsch erweist? Und wenn der Weg am Ende falsch war, war es dann auch jeder einzelne Schritt? Hat er bedingungslos gehorcht? Oder gab es eine Wendemarke, an der er zweifelte? Ist er innerlich umgekehrt und wir wissen es nur nicht? Welche Werte bestimmen das Handeln? Folgten die Männer ihrem eigenen Gewissen? Oder erlagen sie einer geschickten Propaganda? Wann beginnt die persönliche Schuld? Und wo ist der Soldat selbst ein Opfer? Und auch diese Frage drängt sich auf: Wie hätten wir uns unter den damals herrschenden Umständen verhalten? Friedrich Gerke, ein Offizier der 23. Infanteriedivision, hat den Krieg miterlebt und mit seiner Kamera festgehalten. Seine Filme zeigen ungeschminkt, wie Soldaten und Zivilisten die Zeit erlebten, wie sie handelten und wie der Krieg ihr Leben veränderte. Bilder jenseits der Propaganda, abseits dessen, was die NS-Wochenschauen den Menschen vorspiegelten. Zeigt Dokumente von besonderem Wert, die einen unmittelbaren Blick auf den Krieg und die Menschen im Krieg eröffnen. Vielleicht sind seine Filme auch eine Möglichkeit für uns zu verstehen, was so schwer zu begreifen ist. Wie war das möglich?